Na gut, Ich dann verschwinde. bringt's ja nix. Können wir zur Poststelle gehen? Gucken, ob die offen ist. Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Okay, dann zum Sitzungssaal. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Okay. Gerade an beiden Seiten gleichzeitig rumschnüffeln. Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten, aber mach es kurz. Genug Tagträume für heute. Meine Patientin du bist ihm nicht braucht ähnlich, Ruhe. Oder? Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein offenbar. Weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden. Mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon. Aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Das ist doch was Gutes. Mhm. Wir können Gizmo... Und dort ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Da. Ja. Schickdopf. Wir gucken erstmal. Hey, Goal. Goal. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Wie friedlich sie schläft. Da hilft nur extra starker Kaffee. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Oh Gott. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Wie man sagen würde, Kind, der Rufus ist ein schlechter Umgang für dich. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik... Sie haben eine... Ja. Das war mein... Es gab einen... Und ich glaube... Ich mich unglaublich... Okay. Ich habe Zwicken im Rücken. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern. Aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Mhm. Wird sie wieder gesund?
Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müssten Sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das ja, ist das leider Gefühl, nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputsch mit der Hand meiner Apotheke ausprobiert. Ja. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Mhm. Ich werde sie retten. Ich werde sie retten. Viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Du es bitte woanders. Haben Sie ein Aufputschmittel für mich? Damit du noch nerviger wirst, vergiss es. Rufe? Außerdem habe ich ohnehin schon alles, was ich dabei hatte, verwendet. Vergeblich. Ich habe zwar noch etwas im Medizinschrank meiner Praxis, aber da lasse ich niemanden ran. Das werden wir ja sehen. Was war das? Zeit für mich zu gehen. Das sage ich schon die ganze Zeit. Okay, also ich glaube, das bringt hier nichts. Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Habe ich schon probiert. Ah, okay. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Drücken wir den Knopf? Ja, wir drücken den Knopf. Das war der da. Okay. Luftballons. Mhm. Und ein Karton. Mit dem Karton. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Mhm. Ja, dann gehen wir mal zurück. Für den Fall, dass der gute Ruf ist. Wir brauchen Kaffee und wir brauchen eine Uhr. Fürs Postamt. Und Wenzel, damit er zum Bürgermeister geht. Hier war auch so nichts mehr. Nö. Hebel, das hatten wir. Also geht's schon raus. Na gut. Wir können hier in die Gasse gehen. Fangen wir oben mit der Gasse an und arbeiten uns von Stück zu Stück vor. Oh, hallo. Bekannte Gesichter. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Oh, wer hat nochmal starke Magneten verwendet? Ich hab welche in der Tasche. Hä? Was? Keine Ahnung. Ja. Also Instruktionen fehlen noch. Ja. Sollten wir ihn vielleicht drauf ansprechen? Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignorier ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar fast taub, aber der Vogel hat an der Fall nicht gehört. Mhm. Ich grinse jetzt mal ganz... Hallo, Hanek! Ach, hier, Rufus. Genau. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es das dann. Ah, wusste ich's doch. Okay. Okay. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, was wollen nutzlos. Wir als Ich habe zum Beispiel sprengen? Eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Mhm. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Toni. Mal nachdenken. Toni?
Toni. Toni? Ich kann von Vorteil, nein, dass es so ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel. Weiblich sein kann. Rufus. Mal nachdenken. Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel. Okay, wir müssen erst gucken, wie auf dem Auto der Name ist und dann. Yeah. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Nee, mehr. Nö. Bis bald. Hast du nicht alles gefragt, aber okay. Rufus. Genau. Lunzus Kneipes. Ach, bin die Kneipe. Ja. Ah, Rufus. Ich dachte, du seist auf dem Weg nach Elysium. Bist du zurückgekommen, um deine Schulden bei mir zu begleichen? Oh, das, hör mal, Lonzo. Ich hätte es noch gemacht. Aber so einen Fluchtapparat zu bauen, kostet viel Zeit und, Lass gut sein, Rufus. Es hat hier doch eh niemand damit gerechnet, dass du es schaffst. Na super. Danke. Hm. Hi, Dartfrei. Mit ihm reden, Schild. Was soll das denn? Baut Lonzo eine neue Kaktuspresse? Oder einen schnelleren Shaker? Unmöglich, er hätte mich sicher um Hilfe gebeten. Damit kann man nichts mehr machen. Du, Lonzo. Ja. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich nicht. Also kannst du es auch genauso gut für dich halten. Aber die Geschichte hat alles. Action, Dramatik, Liebe. Kommt ein Drache drin vor? Nein. Dann bin ich nicht interessiert. Wobei, Moment, lass mich erstmal ausreden. Ich glaube, da war wirklich ein Drache. Zu spät. Okay. Verdammt. Rutschen. So. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn, sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Tja, Rufus, du bist nur ein Idiot. Und ich würde Gold dem Typen geben, weil er sich nicht drum prügelt wie lechzende kleine Kläffer. Hast du zufällig Kaffee? Etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo? Alles klar? Okay. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Oh. What the fuck? Oh Mann. Kaffee. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Extra besonders. Hey, wow. Du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Oh mein Gott. Sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber
Ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Okay, ein Espresso, der aus... Ja, also ich würde behaupten, das ist Chili-Tode. Schwarzes Pulver. Mal gucken. Besonders aufputschend, mal gucken. Klare Energie. Ja, das... Das schaffen wir schon. Das kriegen wir schon hin. Was können wir hier alles machen? Espresso-Tasse. Und da kommt wohl das Pulver rein. Ah, okay. Hallo. Also hier können wir einen Super-Espresso machen. Irgendwann. Vielleicht. Wenn wir alle Zutaten haben. Ja, die Zutaten sind... Energiereiches Wasser, klares Wasser und belebendes Flüssigkeit. Mhm. Das wird dann Wasser. Mhm. Chilischote. Das kann ich zumindest, würde ich behaupten, sagen. Ja. Schwarzes Pulver hast du bisher auch noch nichts entdeckt, oder? Mhm. Und irgendwas Besonderes Aufputschendes. Aha. Das ist dann das Aufputschmittel vom Doc, das wir wahrscheinlich aus seiner Praxis klauen müssen. So. So. Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Oh. Gut, den Sprengplan. Ich glaube, noch müssen wir da nichts machen. Nee. Lass mal Notfallstation. Ja. Waren wir noch nicht? Gut, wir waren vielen Orten noch nicht. Okay. Hebel. Arztschrank. Immer Arztschrank. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Ja, ganz schlimm. Sitz hier Messer. Zahnbohrer. Lachgas. Aha. Ballon mit Lachgas. Okay. Kann man bestimmt, brauchen wir. Ja. Unbedingt. Hebel. Weil Hebel. Immer Hebel. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Ja. Cool. Wie geil ist das denn? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ah, der Arztschrank ist offen. Ja, aber es ist jetzt ein Polizeifach. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Machen wir einen Lachgasballon dran. Hm? Was? Den Ballon an das Ding da unten anbringen. Den Ballon nehmen. Den Lachgasballon nehmen. Ja. Und? Unten an das Ding, das auf dem Boden liegt. Da besteht keine Fluchtgefahr. Okay, nee, dann doch nicht. Zellengitter? Aha. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Aha. Dietrich, wir möchten den Dietrich haben. Das heißt, wir möchten dieses Zellengitter aufkriegen. Irgendwie. Mhm.
Gut. Schaltet nochmal ein weiter. Ja, genau, das letzte uns ansehen. Die Handschellen kriegen wir ja derzeit auch noch nicht. Hm. Wie kommt der Kerl da oben ran? Feuerwehr. Feuerlöscher? Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Okay. Oh, Feuerwehrleiter. Asbesthandschuhe? Okay. Mhm. Klappe. Da ist ein Loch in der Plattform. Sollen wir erstmal hier runter, oder? Ja, möglich. Das ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Ach, dann sind wir da. Ah. Erstmal wieder hoch, oder? Ja. So, das ist... das? Also die können wir... Können wir woran tun? Mhm. Aber wo ist jetzt noch die Frage? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Packen wir mal wieder hoch. Zellengitter... Ganz oben. Wir haben ein Ding mit Lachgas. Können wir die Fußfessel hier irgendwo hinlegen, dass es quasi nicht ganz runter kann? Dürfen wir was ausprobieren? Ja, natürlich. Können wir hier irgendwas machen? Nee, ne? Nee. Da kommen wir nicht ran. Können wir die Fußfessel an den Hebel packen? Da besteht keine Fluchtgefahr. Wo besteht Fluchtgefahr? Da besteht keine Fluchtgefahr. Mhm. Ja, da war es ja schon drin. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Mhm. Gut. Wir... Okay, das ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ballon an das Ding, hast du das ausprobiert? Nein, noch nicht. So weit war ich. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Funktioniert aber auch nicht. Und sonst haben wir hier auch alles. Magst du ein Stück rüberrutschen, dann kann ich ein bisschen... Ja, dann kann ich aber nicht mehr spielen. Oh. Können wir nachher mal tauschen? Aber wir hatten getauscht. Lass mich 5 Minuten spielen lassen. Dann tauschen wir die Sitzplätze, dann geht das besser. Ja. Yeah. Also richtig... Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. So richtig sollten wir vielleicht erstmal woanders gucken, ob wir irgendwas finden, mit dem wir hier noch arbeiten können. Ja. So. Hier war so erstmal nichts mehr. Sollen wir in den Dorfkern gucken? Ja, wir müssen uns eine ganze Menge Sachen merken. Meine Güte. Ja, und so. Dann lass mal... Darf ich mal kurz? Ja. So, das hier ist... Wassertank, ein Rohr, Schornstein, Notrufsäule. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssten einen Notruf erzeugen. Mhm. Lass erstmal hier beim Fenster gucken, oder? Ja. Dass wir hier rechts... Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Auf jeden Fall. Nicht. Wahrscheinlich, ja.
komm, jetzt geh auch hin. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Gut so. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evil Knievel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organon-Kreuzer. Auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich. Oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern.